So, mehr Geld. Oh, Energetik. Hier gibt's neue Gegner. So, ich könnte dich erstmal zum Bogenschützen machen, aber ich glaube, ich grade jetzt erstmal meine Bogenschützen vollständig ab. Jo. Available starting item, ja. Available starting trade. So, das heißt, wir könnten eigentlich theoretisch die Insel noch machen. Mal gucken, wie gut oder schlecht kommt man hier hoch. Genau nur von hier. Dann reichen die Truppen da auch ganz gut aus. Gucken wir mal kurz. Okay, oh, die sind auch neu. Das sind schwere schwere Jungs. Da. Ja, ihre Bogenschützen werden von uns immer noch gut niedergemacht. So, da kommen noch mal solche schweren Schildträger. Die sogar ziemlich gut anstürmen können und es geschafft haben, einen meiner Schwerträger zu töten. Ja, die Karte geht halt immer noch weiter. Hier scheint es dann da groß, den großen Kampf zu geben. So, dich zum Arscher machen. Also ja, ist die Frage, will ich erst versuchen, die beiden Inseln noch irgendwie zu schaffen? Ich meine, hier sind es Archer und Chieftains. Oder Hulks, oder wie man sie nennen möchte. Und hier ist es alles. Geld, das hier rentiert sich nicht ganz so. Gucken wir uns die Insel doch mal an. Also ja, hier gegen die rentieren sich Archer absolut nicht. Also nehmen wir am besten unsere Schwertkämpfer und unsere Speerträger.
Ja, das klappt. Sogar sehr gut. Die Speerträger können sie direkt am Wasser abfangen. Das hat gut geklappt. Gibt uns 9 Punkte, das heißt, wir können auch Truppen upgraden. Nein, können wir nicht. Schade. Das reicht nicht, um ihn hier abzugraden. Ach, die sind beide schon noch Veteran, okay. Nee, um den abzuholen reicht's nicht. Hey. So, auch wenn wir noch Bogenschützen über haben. Pausieren wir mal. Na komm. Nee, wir nehmen das ab mit hier. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal. Also ja, hier wird's lustig. Ich brauche auf jeden Fall die. Checkpoint Island. Oh, wie schön. Hey. Den Trupp mit dem Hammer. Den Speerträgertrupp. Ich nehme, glaube ich, noch einen Speerträger-Trupp. Und deploy mal. So, die erste Welle rauscht an. Schüsse sind wir auch ziemlich gut losgeworden. So, euch hier wieder nach da.
Final Wave incoming, okay. Machen wir es so, so können sich beide Speerkämpfer-Trupps austoben. Checkpoint reached. Continue. Ja. Was bringt uns jetzt? Reload Checkpoint. Oh, wir können jederzeit zum Checkpoint zurückkehren. Das ist praktisch. Oder? All check. All progress since the checkpoint will be lost. Nein. Gut. Jetzt können wir dich noch upgraden. Hey. Hey. Ja. Der Feind liegt noch ziemlich gut zurück. Wir haben den Checkpoint erreicht. Und ich habe keine Ahnung, ob das ein Endlosspiel ist oder ob es bis 100 geht. Oder wie lange es geht. Ich weiß nicht, sollen wir noch eine Insel machen? Nicht mit den Truppen, glaube ich. Ja, das sind zwei Bogenschützen. Und ein Schwertkämpfertrupp. Ne, ich würde sagen, wir lassen es dann für jetzt. Ich denke mal, in den 1,5 Stunden oder fast 1,5 Stunden, die das Let's Show ging. Ja, erstens sind wir weit gekommen. Bis zum ersten Checkpoint sogar. Auch wenn der erste Versuch recht schnell in die Hose ging. Euch das an, alles voller Totenschädel und Schwertern und Knochen und Pfeilen und Krieg und ziemlich viel Blut. Hier ist nicht gerade viel Blut, hier ist viel Blut. Ja, überall Blut. Und die Insel ist richtig blutig geworden, das war auch die flache Insel. Ja. Gut, an einer Insel mussten wir uns zurückziehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war überhaupt. Egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich erkenne sie auch gerade echt nicht wieder, welche Insel das war, wo wir uns... Hier, die hier haben wir uns zurückziehen müssen. Weil da der Durchgang war. Aber ja. Wir können Exit to Main Menu machen. Könnten also theoretisch... Campaign Nummer 5 mittlerweile. Daytime 1 Stunde 17. Oh, 45% haben wir schon. Oh. Sind da so weit gekommen. Gut. Aber dann mache ich jetzt mal einen Cut. Ich hoffe, euch hat das Let's Show gefallen. Und wir sehen uns dann. Hi ho und bis dann.